Feuer war Andi schon immer Freund und Feind des Menschen. Dadurch, dass das Feuer immer wieder ausbrach und für die Menschen Probleme darstellte, wurde natürlich auch immer wieder daran gearbeitet, wie man das verbessern konnte, wie man den eigenen Schutz verbessern konnte. Bei dieser Handdruckspritze von 1897 war Muskelkraft gefragt. Im 18. Jahrhundert gab es nur einfachste Mittel wie Löscheimer. Bei Bränden war man auf Nachbarschaftshilfe angewiesen. Bekannt sind aus der Geschichte die langen Eimerketten, in denen dann ein voller Eimer durchgereicht wurde und wenn er an der Brandstelle war, war er halb leer. Gerade das Wachsen der Städte erhöhte die Feuergefahr. War der Schaden passiert, half die Versicherung. Im 18. Jahrhundert bedeutete ein Hausbrand häufig den persönlichen Ruin. Die Betroffenen wurden zu Bettlern. Vor diesem Hintergrund entstand schon 1750 die erste Feuerversicherung, heute das Herzstück der VGH. Gemeinsam, sozusagen als Community, tragen viele den Schaden des Einzelnen. Für den Brandschutz ließ man sich im 19. Jahrhundert einiges einfallen. Die Firma Daimler hatte 1880 auf der Feuermesse in Hannover die erste benzinbetriebene Pumpe vorgestellt. Und die Feuerwehr Hannover, die Berufsfeuerwehr, war die erste Wehr, die 1902 den ersten maschinellen Löschzug einsetzen konnte. Solch historisches Material zu bewahren, hat sich dieser Verein auf die Fahnen geschrieben. Ja, der Förderverein Feuerwehrmuseum Celle e.V. hat sich im Jahr 2000 gegründet. Und wir verfügen bereits über 70 Mitglieder, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, historisches Feuerwehrgut zusammenzutragen und zukünftig in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Technik rasant weiter. Der motorisierte Einsatz wurde zum Standard. Das Feuerfahrzeug ist ein Opel Blitz aus dem Baujahr 1958. Das hat 800 Liter die Minute Pumpenleistung. Vom Aufbau her ist das sehr fortschrittlich, weil in den 30er Jahren noch die Fahrzeuge teilweise gar kein Dach hatten. Also das Fahrzeug ist technisch so wiederhergestellt worden, dass man damit durchaus auch einen Brand bekämpfen kann. Doch was wäre die Technik ohne Menschen? Die ersten freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen gründeten sich um 1850. Der Grundgedanke war, dass man eben junge Leute dazu bewegen wollte, freiwillig für die Feuerwehr aktiv zu werden. Und da lag es nahe, dass man die Sportvereine angesprochen hat, die Turnerbündschaften. Und das ist der Ursprung für viele freiwillige Feuerwehren. Heute sind die Feuerwehren hochspezialisierte Helfer, wenn es darum geht zu retten, löschen, bergen und zu schützen. Brände machen nur noch ein Drittel ihrer unzähligen Einsätze aus. Blickt man zurück auf die Geschichte der Feuerwehr, bleiben vor allem zwei Dinge: Gemeinschaft und Technik. Die Technik hat sich verändert, die Gemeinschaft bleibt.